Chill, chill. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Ist schon ein bisschen heftig hier. Vorher ist meine positive Bilanz wieder. Halt, halt, halt. Nicht abschießen. Haus mal ab, bitte. Schiffsreparatur beendet. Jetzt komm, verpiss dich, echt jetzt. Ist eh zu langsam für mich, Freund. So, sehr gut. Sehr gut. So, sind wir wieder im Bilanz Plus? Ja, sind wir wieder. Sehr gut. Okay, jetzt dürfen wir aber nicht die Vorräte aus den Augen verlieren. Gerade die Nahrung macht mich jetzt schon wieder ein bisschen stutzig. Da müssen wir schon noch ein bisschen nachbessern. Ja, am besten wohl mit Fischerhüttchen, Euer weil wir Konkurrent hat echt ein nicht so neues viel Schiff Platz gebaut. haben. Ah, jetzt müssen wir schon wieder die Dinge Ihr hier werdet von sperren. Piraten angegriffen. Nein, 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 Ein nein. Schiff wird zum Verkauf angeboten. Alter. Ach, kleines Kriegsschiff. Will doch kein Mensch haben. Alter, nein. Ciao, gell. Ah, es ist nervtötend. 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 Aber zum Glück haben wir ja genug Schiffe. Was meinst du, warum wir so viele Schiffe haben? Genau aus diesem Grund. Richtig. So, jetzt. Was sind das hier? Sind Schwertträger. Ja, machen wir mal drei davon. So, Reiter können wir auch schon basteln. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Okay, wir können jetzt sind schön am Einkaufen. Haben es dann auch schon Heereskosten, leider. Ja, hör auf, mich anzuschießen. Du depperter Idiot. Woanders hier rumfahren. Ah, als Pirat hat man doch schon ein relativ verlaustes Leben, oder? So. Ah ja, genau, ich wollte Fischerhütten bauen. Hehe. Sonst heißt sie gleich wieder, oh, hey, die Nahrungsmittel, die Nahrung geht zur Neige. Was wir nicht gebrauchen können. Gut. Zack. Okay, haben wir das hier auch. So, der Marktplatz kann auch hier was noch abholen. Zum Beispiel. Dann basteln wir hier noch ein Hütchen hin. Hütchen? Ach, wir haben Neue Soldaten sind nicht verfügbar. mal das Geld. Ich habe keine Kohle mehr, um Fische zu bauen. Ja, ist ja geil. Piraten greifen euer Schiff an. Uah, nicht schon wieder. Hau ab. Geh, zieh Leine. Idiot. So, jetzt kannst du das mal hier rüber und das dich reparieren. Und jetzt gleich mal die weiße Flagge. Nicht das. Das ist nervig. Nervtötend. Nervtötend. Muss man einfach so sagen. Die Piraten einfach so Ein blöd Schiff wurde repariert. rumhängen. Ja, das Eine ist. Einheit wurde Nett. ausgebildet. Wieder schon wieder hier rumgeiert, brauche ich jetzt nicht haben. So. So, dass wir uns wenigstens halbwegs verteidigen können. 315 Bürger, das heißt, wir können schon eine Kanonenschmiede bauen, ist das richtig? Ne, bei 350, glaube ich. Dann. Haut man noch mal ein bisschen ordentlich auf den Putz.
Ja, gehen aber auch die Stoffe relativ schnell zur Neige. So, du kannst jetzt auf jeden Fall mal, machst mal deine Handelsroute hier weiter. So, 350 auf 350 machen wir noch. So, jetzt machen wir das hier mal. Finishen wir das mal und schauen mal, dass wir jetzt hier dann. Moment. Freibeuter lauern euch auf! Ja, halt die Klappe, Freibeuter. Oh, toll, dass er mir einen Tower klaut. Und jetzt können wir, glaube ich, jetzt schon die Kanonenschmiede bauen. Nein. Verdammt, brauchen wir 500 Bürger dazu? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die Fischhütten müssen jetzt erstmal Neue anfangen, hier Soldaten sind zu verfügbar. schaffen, weil sonst. Es ist alles nicht ganz so ideal. Aha. Also, um die Nahrung müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal kümmern. Aber wir haben wieder kein Geld für die Fischhütten. Das ist. Ja, es ist traurig, aber man kann halt nichts machen. So, jetzt haben wir die hier. Wie sieht es denn aus? Ja, mit den Stoffen, also Alkohol, Tabak ist jetzt gerade so das Soll. Problem ist halt ganz klar. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ach, komm schon. Eine Insel wurde besiedelt. Hui. Jetzt sag ich mir mal erstmal wo. Ah, cool. Und sie sich jetzt gegenseitig platt, das würde mir natürlich schon ein bisschen helfen. So, lass dich hier mal wieder reparieren. Es kostet halt alles enorm viele Stoffe, das ist ein bisschen der Nachteil an der Sache. Deswegen will ich jetzt gerade hier mal überlegen, ob ich hier mal noch ein bisschen Stoffe Ein anbaue. Wassereinbruch hat einen Stollen überflutet. Ja, schön. Bitte gib mir kreativere. Kein Geld. Schiffsreparatur beendet. So. Sei kreativer in der Wahl der Gründe, warum meine Erzader ausgebeutet ist. Ja, vor allem die Ding ist jetzt halt komplett ausgebeutet. Verdammte Axt. Und jetzt muss ich halt was aus dem anderen irgendwo anders herholen. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn so ein verdammtes Schiff hier vorbeikommt, dass sie nicht mit mir handeln wollen, sondern dass sie mich angreifen wollen. Jedes Mal aufs neue Schiss. Schau mal, da steht er schon und wartet und guckt sich meine Stärke an. Ich kenne ihn doch. Ich kenne sie doch, meine Pappenheimer. So, 200, fertig. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Soweit, so gut. Warte mal, hier steht zwar, dass wir Neider haben werden, aber was sollen wir denn mit denen überhaupt machen? Moment, Auftrag. Kaum habt ihr euch gefallen, bla bla bla. Und setzt euch zum Der Ziel ein, statt Konkurrent uns. erweitert seine Flotte. Ja, ne? Also, sobald wir 1500 Einwohner haben, ist alles cool. Sieht das richtig? Ich glaube schon, ja. So, wir haben 360 Bürger. Wir können, wieso kann ich eine Kanonenschmiede bauen? Ich will das jetzt tun.
So. Wir könnten jetzt mal ein paar Ziegel verkaufen noch. Oder was könnte man denn verkaufen? Nee, Schwerter verkaufe ich ganz sicher nicht. Ja, von mir aus ein paar Ziegel. Aber was? Ja, Eisenerz kriegen wir jetzt wieder. Ja, basteln wir uns hier noch ein paar Reiter. So, und jetzt kommst du mal her. Und was kostet denn so ein Ding? Wir können uns ja mittlerweile schon. Nein, du kannst keine Tiefe bauen. Das ist nicht sehr gut. 10, 20, 5. Hey, ist das teuer, das Zeug. So, dann kommen wir hierher. Dann erkunde ich das jetzt Die mal. Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und stelle ich mal hier, ach so, ein Konto auf. Schade. 3,6 noch nehmen. So, 1, 2, 3 und 5, 6. Und Piraten greifen mich mal wieder an. Und klauen mir wahrscheinlich irgendein Zeug. Zum Glück nicht mal. Das wäre jetzt auch relativ scheiße. So. Ja, jetzt gibt es hier auch mal wieder Tabak. Das ist sehr gut. Nicht, dass mir das noch zur Neige geht. So, und dann hast du jetzt mal hier den Auftrag. Wo ist es denn nach hier genau? Ja, ich habe kein Geld. Na klar. Piraten greifen euer Schiff an. Soldaten sind ausgebildet. Ah, Mann. Es wird eng. Es wird eng. Und du stellst dich jetzt auch mal mit der weißen Flagge her. Wir kaufen jetzt mal nichts ein im Moment. So, dich legen wir jetzt auch mal kurz still. Weil so viel brauchen wir jetzt gerade eh nicht. Dann streich mal kurz den Einkauf. Und dann kriegen wir das hier, nämlich das Geld Schiffsreparatur beendet. für die Mine auch bald zusammen. Neue Einheiten sind bereit. Und dann werde ich nämlich auch dann relativ bald auf die Kanonen gehen. Wieso? Was ist denn das? Das ist eigentlich für ein Schmarrn? Soll ich hier ein Holz zu wenig? Oder wie sieht es Der aus? Konkurrent erweitert seine Flotte. Neue Einheiten sind bereit. Unnötig. Einfach nur verdammt unnötig. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder angreifen. Mein anderes Schiff. Wer hätte es gedacht? So, hast du jetzt erstmal hier eine Handelsroute von da nach da mit Erz. So, und kommst aber erstmal hierher. So, die Stoffe müssten doch eigentlich auch langsam wieder ein bisschen hochgehen. Ja, tun sie aber leider nicht, weil. Ah, es geht so auf die Nerven.
Und zwar würde ich sagen, kaufen wir mal Stoffe ein. Moment. Einkauf. Ach so, ja. Ein Schiff wurde repariert. Ja. Halt die Klappe. Freunde, ihr bleibt beide stehen. Aber die Piraten gehen mir so auf den Keks. Jetzt sind es schon drei, die hier rumgammeln. Jetzt hängt er mein Schiff noch rum. Wenn ich Wasser da macht und wieso, aber kann es halt einfach lassen, er kann sich halt einfach sparen.